Am Anfang war nichts. Und nichts sagte, Materie erscheine. Die Masse hatte chemische Reaktionen. Und reichlich Energie. Zu kollidieren und zusammenzuschmelzen. Nichts sah, dass es an sich nicht gut war. Mehr wie ein glücklicher Unfall. Dann aber formten diese kleinen birnenförmigen Klumpen. Und das ist die Stelle, an der das Problem beginnt. Auf einem Stein, der weder zu heiß noch zu kalt ist. Allein durch den Zufall. Perfekt dafür geeignet zu sein, das Leben selber zu formen. Und die Erde entwickelte sich dann über Milliarden von Jahren oder so. Großes Dankeschön an die Lichtstrahlen, welche sich auch kürzlich entwickelten. Nichts hatte auch ein Geheimprojekt. Dem Halbaffen zu helfen. Seine Menschlichkeit innerhalb seiner selbst zu finden, durch natürliche Selektion. Ignoriere die riesigen Echsen, die alles fressen. Die sterben aus, über die Jahrhunderte. Der haarlose Affe kommt, um die Welt zu regieren. Du weißt, was sie sagen. Zeit ist Geld. Und wenn Zeit Geld ist, dann ist Zeit Macht. Besonders, wenn du im Millionenbereich es zur Verfügung hast. Wenn du es Wissenschaft nennst, wird dir jeder glauben. Ohne es jemals beobachtet zu haben. Sie tun es sogar verteidigen, als wären sie bereits dort oben gewesen. Zwischen dem Himmel und der Erde. Nehmen Sie Fotos auf mit einem Fischaugenobjektiv. Was musst du respektieren, wenn alles nur ein Glückstreffer ist? Wir verlieren uns im Geiste der Dinge. Wir verlieren unsere Sicht, wenn wir unser Vertrauen in Dinge setzen aus dieser materiellen Welt. Alles, was verblasst, trotzdem kommt es wieder zurück. Egal wie viele Male wir verblüfft sind bei dem, was wir als Fakt glauben. Unsere Ignoranz ist es, die uns stoppt, die Wahrheit zu sehen. So auf unseren Stolz fixiert, dass wir nicht das Offensichtliche sehen. Hat die Blume gelernt zu blühen? Braucht der Pilz Hilfe beim Wachsen? Trägt der Samen seine eigene Lebenskraft in sich? Du denkst also, das ist alles nur ein kosmischer Zufall? Dann sag mir, woher die Energie für alles Leben kommt. Kannst du es beobachten? Ist es in den Photonen? In diesen Gasmolekülen? Ist es in all dem Wasser? Dennoch bist du so überzeugt davon, dass diese Organismen einfach lebendig wurden. Ähnlich wie eine göttliche Konzeption. Die Ironie dabei ist, dass Evolutionisten sich oftmals zu den Abtreibungsrechten der Frauen bekennen. Es ist ja noch kein Leben, richtig? Und am Ende des Tages, alles was beobachtbar ist, deutet auf eine stationäre Erde hin. Und die Realität um uns herum ist sehr verschieden im Vergleich zu den wissenschaftlichen Theorien, die auf uns gezwungen werden. Verziehen unsere Wahrnehmung der Welt zu etwas Limitiertem und Sterbenden, anstatt energetisch und frei. Wo Menschen eher ein Geschwür sind, als verantwortliche Eigentümer. Keep coming back.
Du denkst, das ist normal? Du denkst, das war nicht für uns geplant? Du denkst, dein Leben ist nicht in Besitz? Dass dieses Chaos zufällig und nicht künstlich erzeugt wurde? Wie gedankenlose Ameisen, die einem vorgefertigten Weg folgen. Wir akzeptieren es einfach und folgen. Wir sind es nicht, die von dieser Art der Wirtschaft profitieren. Das ist nicht unsere wahre Heimat. Unser Zuhause wurde verschlungen. Unsere Unschuld wurde uns genommen. Und das Böse folgt uns ständig. Sie belügen uns. Verstecken sich in den Schatten. Tun so, als wäre es nur Fiktion. Oh, was für boshafte Netze sie weben. Von aufwendigen Spekulationen und hochqualitativen CGI-Aufnahmen. Es scheint, als hätten wir gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Bitte bleiben Sie dran. Wir kehren nun wieder zu unserer geplanten Programmierung zurück. Fortsetzung folgt. Die Erleuchteten haben Angst. Vor wahrer Weisheit.